sind wir wieder. Weiter geht's. Wir fahren mit vorne dabei, das ist erstmal wichtig. Beim freien Training konnte man sich mit dieser Strecke vertraut machen, doch es ist immer noch ein schwerer Kampf um die Pole Position. Willkommen zum Qualifying hier in Aserbaidschan. Ich möchte kurz mit dir über die Strategie in diesen Qualifying Sessions reden, Stefan Römer. Wie kann ein Fahrer es schaffen, die paar nötigen, wichtigen Zehntelsekunden schneller zu fahren? Im Qualifying geht es weniger darum, die Herangehensweise zu ändern, eher darum, einen guten Lauf mit wenig Treibstoff im Tank zu wiederholen, den man im Vorfeld der Session schon mal abgeliefert hat. Man strebt schließlich nach Perfektion und da wird es ganz schwierig, wenn man etwas völlig Neues versucht. Es gibt einige Faktoren, die den Weg zum Ziel erschweren können, etwa ein ungünstiger Startplatz oder unerwartete gelbe Flaggen. Vor allem in Kombination mit den wechselhaften Streckenbedingungen muss man eben den richtigen Zeitpunkt zum Rausfahren erwischen. Als Fahrer muss man diese Ablenkungen ignorieren und sich voll und ganz auf diese eine schnelle Runde konzentrieren. Tja. Gut. Dann probieren wir es mal. Erster Versuch. So, ein bisschen Konzentration, weil das muss jetzt passen alles. Die Zeit dürfte eigentlich kein Problem sein. Perfekt. Gute Sekunde davor.
in the speed trap. 324.2 kilometers per hour. So. So, gucken wir mal. Aber die müssen jetzt gleich in die Box gehen, oder? Na klar. Ich habe damit auch alle ihre ersten Versuche gesetzt. Ja. Den ersten Schuss haben wir gewonnen.
So. Dann probieren wir noch einen zweiten Schuss. Ich habe noch mal eine Zeit zu setzen. Kriegen wir noch mal eine Bestzeit hin. Für bis dort reichte es, aber nur knapp. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Richter, Bottas und Sergio Perez. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Oh. Toller Tag. Wie denken Sie darüber? Sind Sie zufrieden mit Ihrer Startposition im Rennen morgen? So, genau. Sie haben heute ein paar Teile auf der Strecke gelassen. Gab es Schwierigkeiten mit der Ja, wird schon. Danke für den Kommentar. Quali auch durch von erster und passt. So. Gut gemacht. Das war eine tolle Leistung im Qualifying. Jo. Mal gucken, wie es morgen aussieht. Bis dann.